Im heutigen Video schauen wir uns Alphabet etwas genauer an, da Alphabet im Vergleich zu anderen Mac 7 Verben historisch günstig bewertet ist und günstiger als andere Titel. Und auch im Vergleich zum Beispiel zu dem Top in Japan haben wir hier auch einfach eine kleinere minimale Kursrückgang gehabt. Und das kann natürlich auch vielleicht wieder eine Kaufchance darstellen bei 146 Euro. Schauen wir uns die aktuelle Valuation an, die natürlich auch aus gewissen Gründen etwas gefallen ist und die Aktie auch gewissermaßen aus ein paar Gründen gefallen ist. Und ob das jetzt problematisch ist oder nicht, schauen wir uns auch im heutigen Video an, weil wir möchten ja wissen, ob der Einstieg bei 146 sinnvoll ist oder nicht. Also die aktuelle Valuation liegt historisch gesehen extrem günstig. Wir haben hier ein 5-Years Average, zum Beispiel vom PE-Ratio von 23 und haben aktuell wieder Wachstumszahlen, die in Vergangenheit oder im Vergleich zur Historie sehr solide sind und eine Unterbewertung darstellen könnten. Das sehen wir auch beim PEG-Ratio mit 1,23, welche knapp an der Fair-Value-Rate vorbeigerutscht sind. Gehen wir zum Beispiel auch beim EV/Sales mit 5,89 rein, könnte man hier natürlich auch das Wachstum vielleicht langfristig widerspiegeln. Die Probleme sind natürlich klar. Aber die schauen wir uns gleich an. Na, erstmal könnt ihr gerne euch mit meinem Link in der Videobeschreibung bei Finanzbrokerzero anmelden. Meines Erachtens der beste Broker. Ihr bekommt gratis Aktien, Zinsen, Schweizer Aktien und so weiter. Und das Problem ist, weil es ja auf dem Markt auch eingepreist war teilweise schon, aber es natürlich trotzdem zu Unruhen gesorgt hat, ist hier ein Bundesrichter, der entschied, dass Google ein Monopol hat, indem sie im Jahr 12 Milliarden an Apple bezahlen, um die Hauptsuchmaschine in Safari zu sein. Und das hier wurde halt sehr stark kritisiert und wird jetzt zu Recht ein bisschen zerschlagen. Was ist hier vielleicht dann das Problem? Was wichtig ist, warum auch zum Beispiel Google, wenn wir nochmal etwas kurz zum Anfang zurückgehen und uns die Bewertung anschauen, im Jahre 2023 mal bei 70 Euro war und vorher bei 150 und 22. Und zwar durch die Einführung von ChatGPT, also OpenAI ChatGPT als Large Language Modell. Und hier die Angst kam, dass hier Alphabet das Suchmonopol verlieren könnte und daraufhin komplett ersetzt wird und die Cash-Cow, also die Einnahmen, die Google dadurch verdient, wegfallen könnten. 99% der Einnahmen kommen, wenn nicht von Werbung. Und wenn man hier Daten verliert, kann man weniger monetarisieren und wird vielleicht irrelevant. Ist das passiert? Nein. Wir sehen hier die Vergangenheit. Die letzten 1,5 Jahre. Und da sehen wir natürlich, dass Google minimal abgebaut hat. Wir waren hier mal bei 93, 94%. Ist es ein Problem? Nein. Bing hat halt etwas zugenommen, weil in Bing ChatGPT einfach mit integriert wurde und hier halt auch noch stärker von Microsoft gepusht. Das hat einfach ein paar Marktanteile weggenommen und sonst ist man hier immer noch eine sehr starke Monopolstellung. Und selbst Analysten gehen davon aus, dass durch diese 12 Milliarden Investitionen wegfallen könnten, es profitabel für Google sein könnte, weil 12 Milliarden dann intern genutzt werden könnten als Cash und bei davon ausgegangen werden, dass die meisten Nutzer trotzdem bei Google verbleiben werden. Und das zeigt hierbei natürlich, dass die Position, die Machtstellung extrem stark ist und zum Beispiel auch die Ängste mit ChatGPT aktuell nicht eingetroffen sind. Natürlich ging man davon aus, dass ChatGPT hier gewissermaßen öfters genutzt werden kann und dann dadurch, dass hier vielleicht einmal Werbung angezeigt wird, komplett Google auf den Einnahmen verlieren könnte. Warum? Bei einer Suchanfrage entstehen 4, 5 Werbungen. Wir haben einmal die Suche, dann haben wir hier die Google Sponsorings oben, geht man auf 2, 3 Links, hat man hier schon mal die 2, 3 Mal Werbung. Geht man dann auf die Webseiten, hat man die Werbung durch Google Networking, die einfließen und dadurch einfach extrem hohe und solide Einnahmen. Wir sehen aber auch, dass Alphabet immer stärker diversifiziert und auch gewissermaßen versucht, andere Geschäftssegmente aufzubauen. Alphabet ist abhängig von Google und YouTube, weil das sind die beiden Einnahmequellen, die am solidesten sind und wo auch die Profitabilität dahinter steckt. Trotzdem ist hier Alphabet abhängig von der Werbeindustrie mit 99% und das ist natürlich gewissermaßen auch etwas negativ teilweise, weil wir haben gesehen, 2021, 2022 habe ich viele Videos gemacht über Meta und Alphabet, über die Werbung, über den Markt, der in dem, der in sich da problematisch war.
Und das hat natürlich dann hier auch Alphabet getroffen. Wir haben ja auch zum Beispiel DeepMind, wo natürlich auch zum Beispiel Gemini etc. mit reinfällt, aber die halt aktuell zum Status Quo einfach noch irrelevant sind, beziehungsweise viel Market herkommt, aber rein vom Umsatz und von der Marge. Weil Umsatztechnik ist man hier bei einem okayen Niveau, ja, und man wächst auch sehr solide, aber nichtsdestotrotz haben wir hier ein Riesenproblem, und zwar die Unprofitabilität. Und ich habe gezielt ein Unternehmen, ein Company oder ein Untersegment von Google rausgelassen, die 99% Werbung langfristig relativieren wird. Und zwar vom Revenue-Verhältnis. Und zwar ist es die Google Cloud. Und die schauen wir uns jetzt an. Und zwar die Google Cloud ist an sich die drittgrößte Cloud auf dem Markt. Wir sehen hier den Marktanteil. Amazon, größtes Unternehmen, hierbei mit AWS. Und die sind nur im B2B-Bereich aktiv. Microsoft im B2C, also Business to Customer, und Google in beiden. Google hat den Vorteil gehabt, lange Zeit 18, 19, 20, 21 extrem starke Wachstumszahlen zu haben. Das lag einfach daran, dass Google auf Profitabilität verzichtet hat, also gar nicht profitabel war und dafür halt an jeden Kunden gegangen ist, den sie bekommen haben. Im Gegenzug ist Microsoft und Amazon viel stärker profitabel und haben hier in der Hinsicht aber minimal niedrigere Wachstumszahlen gehabt. Microsoft Azure wächst aktuell mit 29%, Google Cloud mit 33%. Wir sehen, Google hat immer noch vom Abstand her, ist weit hinterher. Amazon, die welche nur im B2B-Bereich sind, wachsen halt langsamer, weil aktuell der Markt halt dafür problematisch ist. Microsoft nur im B2C boomt halt aktuell, generell B2C boomt. Und sehen wir halt die Sprünge aktuell. Und wenn wir uns auch die Vergangenheit anschauen, wo wir bei 35 und 15% waren, die Spanne hier mit 20%. Und wenn wir aktuell gehen, sind wir knapp bei 25 und gehen jetzt so auf 7 oder 31, 32, sehen wir, ja, langsam noch 6, 7% Unterschied. Amazon und Microsoft wird hier schon ein Kampf werden. Die laufen aber unabhängig voneinander. B2C und B2B wird sich da nicht viel rammen. Google wird halt spannend werden, die halt in beiden Märkten sind, ob sie hier auch abgreifen können oder nicht, oder ob sie eher so als Undercover bei solide Einnahmen generieren werden, aber nicht die derartige Relevanz wie Microsoft und Amazon erreichen werden, wo man natürlich mit 10% auch schon extrem viele Einnahmen, also natürlich jetzt zum Beispiel ein Drittel von Revenue hier von Alpha, Amazon, AWS abgreifen kann. Und wir sehen auch derartige Aktienrückkaufprogramme in der Vergangenheit. Wir sehen hier aktuell den Cashbestand, der auch aktiv genutzt wird, um ja Aktien zurückzukaufen, etwas weniger, um aktuell auch in Märkte zu investieren, was meines Erachtens auch sehr schlau ist. Nichtsdestotrotz haben wir hier zum Beispiel 2019 15 Milliarden Shares outstanding gehabt und stark reduziert, gerade 22 auf 23 und 23 auf 24, auf 14 beziehungsweise dann auf 13 und aktuell befinden wir uns so bei 12,4. Und das sieht man natürlich schon, dass das Cash auch benutzt wird, hier Dividenden, Aktienrückkäufe. Wenn langfristig spannend, ob man hier auch auf Dividenden setzen wird. Und dann ist natürlich auch die Frage, wo mit dem Rest-Cash investiert wird, ins Kerngeschäft oder stärker in Akquisition. Die Akquisitionen können sich natürlich rentieren, falls man hier auch langfristig andere Kerne aufbaut. Das ist ja der Plan. Alphabet versucht, unabhängiger von Google zu werden. Und das ist nämlich die Haupteinnahmequelle. Und das muss halt auch in den nächsten Jahren jetzt wirklich erzielt werden, weil sonst hat man hier halt derartige Klumpenrisikos und im Vergleich zum Beispiel zu einem sehr stark diversifizierten Geschäftsmodell und Geschäftskern von Microsoft. Ich würde mich sehr gerne über ein Like und Abo freuen und wenn ihr meinen Kanal unterstützt und meldet euch, wie gesagt, vom Anfang vom Video jetzt bei Finanzen.zero an. Gratis Aktien, Schweizer Aktien, immer die größten Boni und das lohnt sich einfach. Vielen Dank fürs Einschalten. Euch noch einen angenehmen Tag.